Und damit willkommen zu einem neuen Wochenrückblick. Es ist Sonntag und dazu noch der 100. Wochenrückblick. Let's go. Ja, der 100. Wochenrückblick und ich habe mir für den 100. Wochenrückblick was Besonderes überlegt. Das seht ihr gerade hier schon. Und zwar ein extra Overlay für den Wochenrückblick. Sonst habe ich immer mein Logo benutzt. Was, ja, an sich auch immer funktioniert hat, so an sich, aber es war halt nicht speziell auf den Wochenrückblick zugeschnitten. Das hier ist jetzt speziell darauf zugeschnitten, denn hier oben haben wir dann den Sendeplan, der da angezeigt wird, sobald es dann soweit ist, sobald wir bei den Videos angekommen sind. Hier auf der Seite, da gibt es dann die Videos zu sehen und dazu werden halt auch noch Bilder der einzelnen Let's Plays, die aktuell laufen, eingeblendet, wie man zum Beispiel jetzt hier Inside sehen kann. Oben das Bild kam aus Mario Luigi Dream Team Brothers. Hier unten ist ein bisschen Gras von Pokémon Strahlender Diamant. Ist nicht ganz so gut zu sehen, aber ja, ich bin persönlich sehr zufrieden mit diesem Overlay. Das ist ein Gedanke, der mir schon seit ja, Monaten vielleicht schon im Kopf herumschwirrt. Die Zeichnung, also das Overlay habe ich jetzt in den letzten Wochen erstellt. Also das hat mehrere Wochen gedauert. Also angefangen von der Planung, weil ich auch erstmal wissen musste, ey, wie will ich denn das überhaupt haben? Musste ja auch irgendwie geplant werden. Da habe ich eine schöne Skizze angefertigt. Und dann habe ich anhand dieser Skizze dann den Wochenblick, das Overlay halt erstellt. Ja, Meinungen dazu gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Sachen hat, wo ihr sagt, ah, guck mal, das könnte man noch verbessern oder so, dann her damit, nehme ich dann gerne an. Ja, zudem erspart mir dieses neue Overlay eine ganze Menge Arbeit. Einerseits kann ich jetzt mit diesem neuen Overlay, kann ich direkt meinen Sendeplan anzeigen lassen. Sonst musste ich das immer im Nachhinein im Schnitt dann einfügen, diesen Sendeplan, den ihr da immer seht, wenn ich über meine Videos rede. Jetzt ist das hier direkt eingearbeitet, ohne dass ich da irgendwelche Vorbereitungszeit für brauche. Sonst den Sendeplan reinzuschneiden hat immer eine Menge Zeit gekostet, weil ich musste erstmal den Sendeplan aufrufen, Snipping Tool öffnen, dann mit Snipping Tool den Sendeplan rausschneiden, dann speichern, den Ordner aufrufen, dann den Sendeplan in Adobe einfügen. Dann musste das ja noch zugeschnitten werden, weil, ja, musste ja auch gemacht werden. Und dann die Überblendungen, Überblendungen hinten und vorne dran. Und dann noch alles auf die gesamte Zeitlinie strecken, sage ich mal. Und das hat immer sehr viel Zeit gekostet. Jetzt, das Ganze fällt jetzt weg. So, zudem fällt auch hoffentlich weg, wenn das so alles klappt, wie ich mir das vorstelle, diese Animation, die ich so zwischendurch habe, zum Beispiel Galaxy meiner Wochenrückblick, was eben kam. Oder jetzt kommt diese Woche, also diese Übergänge zu den anderen Szenen oder zu den anderen Abschnitten, das ist jetzt hier bei mir in OBS mit drin, das brauche ich auch im Nachhinein nicht mehr machen. Also das erspart mir einiges an Arbeit. Das Einzige, was ich jetzt nur noch machen muss, ist, dass ich die Videos dann einblende, hier auf der Seite. Das muss ich dann noch machen. Allerdings, das ist auch kein Problem. Ja, zu dem 100. Wochenrückblick habe ich mir überlegt, ach komm, arbeite ich nochmal ein bisschen am Sendeplan. Der Sendeplan hat jetzt neue Farben bekommen, kein neues Design oder so, sondern nochmal ein bisschen knalligere Farben. Das werden wir ja sowieso dann gleich sehen, wenn wir bei den Videos ankommen. Ja, das Overlay hier wird, wie gesagt, zu den Let's Plays angepasst. Bedeutet, wenn bald Inside und Mario Luigi Dream Team Brothers vorbei sind, werde ich es wahrscheinlich ändern. Ich sage bisher wahrscheinlich, weil ich muss erstmal gucken, wenn ich das neue Let's Play starte, wie das vom Aussehen her passt, ob das hier gut reinpasst. Wenn ich so sage, das sieht irgendwie nicht gut aus, dann belasse ich halt das alte Let's Play als Bild drin. Dann ist es halt so. Sind halt Let's Plays meines Kanals, sage ich mal. Ja, ist dann auch nicht so schlimm. Weil ich finde, das mit Inside finde ich gerade hier sehr cool, wie es da im Hintergrund das da zu sehen ist. Und ja. Gut, zudem habe ich auch noch mal ein paar Ankündigungen zu machen, so wie ihr seht. Es wird bald ein Video kommen, ein Q&A-Video, wo ich eure Fragen wieder sammle. So ein Video habe ich schon mal gemacht, 2020. Da war ich ja 2 Wochen im Praktikum. Und da habe ich ja vor meinen 2 Wochen Praktikum, habe ich ja
eure Fragen gesammelt über meine Praktikumszeit, so ist ihnen weg. Und dann, als ich aus dem Praktikum wieder raus war, zum 5-Jahres-Jubiläum meines Kanals, habe ich dann dieses Q&A-Video gemacht. Damals noch fälschlicherweise FAQ-Video genannt, obwohl es kein FAQ ist, sondern ein Q&A. Aber gut, man wusste, was gemeint ist, sagen wir es mal so. Und ich möchte wieder ein Q&A-Video planen. Und zwar wird wahrscheinlich so die nächsten 1-2 Wochen ein Video veröffentlicht von mir, wo ich wieder eure Fragen sammle. Und dann, ein paar Wochen später, werde ich halt auf die Fragen, sag ich mal, reagieren und werde darauf antworten. Daher, wenn ihr schon mal ein paar Fragen habt, könnt ihr die ja schon mal im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall habe ich mal wieder richtig dolle Bock drauf, da kamen ja schon einige Fragen beim letzten Mal mit rein. Ich könnte euch auch nochmal in der Videobeschreibung nochmal das alte Q&A-Video verlinken, damit ihr schon mal seht, was kamen überhaupt für Fragen. Weil doppelte Fragen, ja gut, kann ich beantworten, aber muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass alles so doppelte Fragen sind oder so, sag ich mal so. Genau. Des Weiteren plane ich schon seit langer Zeit, sag ich mal. Also, ich habe es ja schon mal in meinem Jahrestalk angesprochen. Jahrestalk war ja das Video, wo ich einfach so frei gesprochen habe zum Jahresende von 2021. Dass ich schon früher in meiner Jugendlichzeit, sag ich mal, schon Videos aufgenommen habe, die ich aber nie veröffentlicht habe. Und ich hatte schon lange den Gedanken, dass ich damit irgendwas mal machen könnte. Und zwar kam mir jetzt schon zum Jahrestalk kam mir die Idee tatsächlich, dass ich auf so manche Videos davon vielleicht reacten könnte. In Form von separaten Videos. Nicht als Livestream, sondern wirklich als separate Videos. Nicht um mich darüber lustig zu machen, sondern um mal zu sehen, wie waren bei mir überhaupt die Anfänge. Wie hat das bei mir alles angefangen? Ja gut, mein erstes Let's Play hier auf dem Kanal war Minecraft Online. Okay, mein erstes Nicht-Minecraft-Let's Play war New Super Mario Bros. DS. Ja, aber zuvor habe ich schon andere Let's Plays aufgenommen, komplett aufgenommen, mehrere Spiele und die nie veröffentlicht. Und ich wollte die dann vielleicht mal mit euch teilen. Daher, wie ist eure Meinung dazu? Hättet ihr da Bock? Das würde mich mal interessieren, ob ihr da Bock hättet. Gut. Ja, was war sonst noch? Jetzt Real-Life-mäßig die Woche war, ja, aufnehmen, eine ganze Menge aufnehmen, schneiden. Obwohl, so viel hab ich diese Woche gar nicht aufgenommen, tatsächlich. Weil Mario Luigi Dream Team Bosses ist fertig aufgenommen, Inside ist fertig aufgenommen. Daher, ja. Sonst war ich auch häufig die Woche mit Nala unterwegs. Gerade beim Sturm, also das war der Sturm die Woche. Da muss man wirklich überlegen, wo man lang geht. Weil Wald und so fällt natürlich weg, ist ja klar. Auch offene Feldwege so fallen weg, weil zu viel Wind. Generell jeder Weg, wo ein Baum steht, fiel für mich weg, weil es mir zu gefährlich war. Daher, ich bin durch Gassen meines Dorfes gegangen, wo ich sonst nicht lang gehe und so. Ja, man kann sich das wirklich kartenmäßig wie eine Schlangenlinie so vorstellen. Bin ich durch die Gassen so gegangen und dann wollte ich irgendwo lang gehen. Dann habe ich so gemerkt, nee, hier ist nicht, hier kann ich nicht weitergehen. Bin wieder umgekehrt, dann woanders versucht lang zu gehen. Da ging es dann auch nicht mehr weiter. Also das war, solch einen Spaziergang hatte ich auch noch nie. Und Nala natürlich versuchte hinter jedem einzelnen Blatt, was herumflog, hinterher zu jagen. Ich hätte es zu gerne aufgenommen, aber ich war zu sehr beschäftigt, sie zurückzuhalten, weil es ist halt nicht gerade ungefährlich, nicht, dass da ein Blatt fliegt. Wir sind an der Straße und sie macht dann plötzlich auf die Straße und da kommt dann ein Auto. Will ich natürlich nicht. Daher muss ich da höchste Konzentration leisten, hat aber alles wunderbar funktioniert. Ja, sonst war es das so dieser zur Woche. Jetzt geht's erstmal auf YouTube weiter. So, jetzt sehen wir auch direkt den Sendeplan da oben, auch mit den neuen Farben. Und das brauche ich im Nachhinein nicht mehr im Schnitt einsetzen, was halt megamäßig cool ist. Ich feiere das total. Ja, was kam die Woche für Videos raus? Angefangen mit Pokémon Strahlender Diamant, Part 65. In Part 65 machen wir erstmal ein Battle gegen, also ein Online-Battle gegen Retro. Und dann noch gegen Nam. Ich habe mir so überlegt, ey komm, vor der Liga, bevor wir da reingehen, machen wir nochmal einen ultimativen Part mit einem Kampf gegen Retro und einem Kampf gegen Nam. Haben wir gemacht. Dann im Part 66 machen wir erstmal Attackenänderungen meiner Pokémon, weil ich da nochmal ein paar Pläne hatte. Und dann geht es in die große Pokémon-Liga rein. Als erstes das erste Top 4-Mitglied, Herr Baro. Im Part 67 geht es dann mit den Top 4-Mitgliedern Theresa und
Ignaz weiter und in Part 68 dann das Top 4 Mitglied Lucian. Und oh, dieser Kampf, ey. Und es geht auch so mit weiter dann in Part 69, denn in Part 69 treffen wir auf den Champ. Und ich muss euch sagen, der Kampf gegen den Champ war einer der heftigsten Kämpfe, die ich jemals hatte. Einer der heftigsten Kämpfe, also wer das nicht gesehen hat, oder auch Part 68 war auch gegen Lucian auch sehr, sehr heftig. Wer das nicht gesehen hat und wen es interessiert, schaltet da gerne ein. Das ist... Gut, dann geht es in Mario & Luigi Dream Team Brothers weiter. Part 92. Es geht weiter in Bowsers Festung. Die Wege sind wieder normal, weil wir ja Kamek zum zweiten Mal bekämpft haben, sagen wir es mal so. Und wir machen bisher die schwerste Aufgabe des Spiels. Wir müssen da irgendwelche Bomben ausweichen und das ist abartig schwer. In Part 93 verfolgen wir wieder Kamek in die Traumwelt ein drittes Mal und wir stoppen nun endgültig Kamek, weil wir noch einen dritten Kampf gegen ihn machen und dieses Mal ist er wirklich besiegt, was ich sehr, sehr gut finde. Dementsprechend geht es dann in Part 94 weiter. Wir gehen zum dritten Bereich der Festung. Das Finale ist in Sicht tatsächlich. Zum Finale fehlt nur noch ein einziger Weg. Das Problem ist, dass dieser Weg versperrt ist von Feuerfontänen, die aus Portalen rauskommen. Und diese Portale müssen wir erstmal zerstören, beziehungsweise diese Feuerfontänen, bevor wir diesen Weg lang können zum Finale. Daher, das ist unsere Mission. Das machen wir auch in Part 95, da zerstören wir die ersten beiden Feuerfontänen. Und in Part 96 zerstören wir die letzte Fontäne. Das zu Mario & Luigi Dream Team Bowsers. Jetzt geht's weiter mit Inside. Inside Part 4 am Dienstag. Wir finden ein U-Boot und erkunden so ein paar Wasserpassagen. Die U-Boot-Passagen sind schon sehr, sehr cool. Das ist eine coole Idee. Dann in Part 5 verfolgt uns ein Geistermädchen im U-Boot. Wir müssen es anstrahlen, damit es nicht näher zu uns kommt. Und ist sehr spooky, sehr, sehr spooky. Wir sind natürlich dann noch weiter im U-Boot und letztendlich gehen wir aus dem U-Boot raus und haben eine zusammenhängende Aufgabe, sag ich mal, wo wir Menschen sammeln müssen, um weiterzukommen. Wir brauchen insgesamt 20 Menschen, beziehungsweise mich und 19 weitere. Und das ist eine riesige Aufgabe, wir müssen die Menschen aus verschiedenen Orten herholen und das machen wir in dem Part. Im Part 6 haben wir dann alle Menschen zusammengesucht und daher geht es für uns weiter. Wir müssen uns vor riesigen Druckwellen schützen, Druckwellen, die uns sofort auseinandernehmen, wenn die uns treffen, daher müssen wir uns schützen. Wir kriegen die Passage hin und letztendlich verfolgt uns das Geistermädchen wieder weiter. Ja, das Geistermädchen, das ist... Es sind interessante Aufgaben, sagen wir es mal so. Gut, dann ging es diese Woche endlich weiter mit Super Mario 3D World. Endlich ging es weiter, das Together Let's Play mit Maria. Jetzt läuft das Let's Play auch bis zum Ende dann durch. Endlich, weil es war lange Zeit pausiert, weil Maria kein Internet an der Switch hat und somit konnten wir es nicht weiter aufnehmen. Maria musste dafür zu mir kommen. Da waren wir im September, war sie einmal bei mir, aber da haben wir das Let's Play nicht fertig aufgenommen. Wir hätten es natürlich da schon veröffentlichen können, aber es würde bedeuten, dass dann wieder eine Pause kommt. Das wollten wir nicht, daher haben wir gewartet, bis wir wieder eine Chance haben, wo Maria zu mir kommt. Das war Anfang im Januar so. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir es jetzt veröffentlichen. Nam ist in den ganzen Parts, die jetzt noch kommen, auch noch mit dabei. Also von daher ist an sich sehr, sehr cool und sehr, sehr lustig. Und ist ein Together jetzt. Ja, was machen wir überhaupt? Wir sind im Weltschloss vorm Finale, so ihr sehen. Und machen da einige Level. In Part 17 sind wir dann immer noch im Weltschloss, machen die letzten Level, wollen aber noch nicht ins Castle reingehen, weil wir denken, ja, es wird wahrscheinlich zu lange dann dauern. Daher holen wir nochmal ein paar Stempel nach und erkunden noch ein paar Wege, die wir so gefunden haben, die ich nicht auf dem Schirm hatte, sagen wir es mal so.
Gut, das dazu. Dann geht's weiter mit Mario Kart 8 Deluxe Online Part 65. Ja, mit Retro, wir talken so ein bisschen, wir sprechen ein bisschen über die Booster Packs, was ja angekündigt wurde in der Nintendo Direct. Und das füllt den ganzen Part, wo wir darüber sprechen. Und außerdem habe ich da eine neue Aufnahmemethode ausprobiert. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich meine Facecam für manche Let's Plays extra aufnehme. Nicht jedes Let's Play, aber so manche Let's Plays. Zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe Online. Weil ich damit noch dann viel mehr am Schnitt machen kann, was sehr, sehr cool ist. Das wird auch in Splatoon 2 Online, wird das bald so sein. Jetzt die Woche war es noch nicht so. Vielleicht jetzt die Woche, die jetzt kommt. Mal gucken. Des Weiteren auch für manche Let's Plays wird es dann übernommen werden. Pokémon zum Beispiel nicht, aber sonst die anderen Let's Plays. Müssen wir mal gucken. In Inside war es ja auch schon so, tatsächlich. Aber so richtig ausprobiert habe ich es jetzt in Mario Kart 8 Deluxe, weil ich da mir extra ein Programm zugelegt habe, sag ich mal. Genau. Gut, dann geht's weiter mit Splatoon 2 Rangkampf am Samstag mit Part 69. Herrschaft! Solide Runden. Ja, wo man nicht meckern kann. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann kamen natürlich noch haufenweise Livestreams. Einerseits Minecraft Live Part 32 am Dienstag. Wir bauen an der Kathedrale weiter, die nähert sich der Vollendung, sagen wir mal. Und wir machen das Dach der Türme, weil das muss ja auch gemacht werden. Ein Turm ist tatsächlich schon dann fertig, dementsprechend vom Dach her. Am anderen Turm haben wir angefangen, das machen wir dann nächste Woche dann fertig. Und dazu müssen wir noch ein bisschen Lehm suchen. Das ist ja kein Problem. Zudem habe ich mir ein neues Bauprojekt schon überlegt, wo ich so ein bisschen den Weg schon hingebaut habe. Mehr ist da aber noch nicht entstanden. Des Weiteren hatten wir am Mittwochabend Pokémon Legenden Arceus Part 3. Jonas war mit am Start, der mitgetalkt hat. Und meine Ziele waren einerseits an der Hauptmission weiterzukommen und Nebenmission zu machen. Haben wir beides wunderbar hinbekommen. Nebenmissionen soweit alle abgeschlossen, die ich abschließen konnte. Und Hauptmission sind wir schön weitergegangen. Wir haben zuerst Axanthor bekämpft, was wir ja noch machen sollten, was ich eigentlich schon davor im Stream machen wollte, aber dann nicht mehr geschafft habe. Zudem brechen wir in ein neues Gebiet auf. So ein Sumpfland war das, glaube ich. Ja, doch, Sumpfland. Und machen da weitere Hauptmissionen, wo wir einer Dame helfen, eine Steintafel zurückzubekommen. Wir treffen auf drei freche Mädchen. Also, ja, ja. Dann hatten wir die Woche mal wieder Super Smash Bros. Ultimate am Donnerstag. Wir machen haufenweise Zufallskämpfe. Also, dass der Kämpfer zufällig ist, die Stage zufällig, war mega Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit dabei waren unter anderem Jonas, Andreas, Lennart, Klerix, Jens, aber auch noch weitere. Ich habe da jetzt nicht alle genannt. Und ja, war auf jeden Fall mega cool. Und dann gab es noch am Samstag Gartic Phone, haufenweise lustige Runden. Wir haben unter anderem den Spielmodus Punktejagd ausprobiert. Ist sehr interessant, diese Punktejagd, weil manchmal kriegt man Punkte, manchmal nicht. War auf jeden Fall sehr interessant. Des Weiteren haufenweise normale Runden. Eisbrecher haben wir jetzt gesagt, wir haben Ergänzungen gemacht. War mega cool. Gut, das war's zu dieser Woche. Nächste Woche geht's dann weiter. Ja, das dann dazu nächste Woche. Ist wieder eine volle Woche. Die letzte Woche war ja auch eine volle Woche. Es ist allerdings die letzte volle Woche, weil diese Woche enden einerseits Inside am Samstag kommt der letzte Part und Mario & Luigi Dream Team Brothers kommt am Sonntag der letzte Part. Also zwei Let's Plays enden diese Woche. Dementsprechend ist für danach die Woche mehr Platz auf dem Kanal. Das heißt, danach die Woche startet trotzdem ein neues Let's Play. Freut euch darauf. Ist aktuell in Produktion und das ist sehr spaßig, das Let's Play. Freut euch darauf, wie gesagt. Ja, somit letzte volle Woche, wo halt Montag, Freitag drei Parts rauskommen. Samstag drei Parts plus Stream. Naja, ja, es ist aktuell sehr voll, gefällt mir jetzt nicht ganz so hundertprozentig, aber ich habe überlegt, ob ich so manche Videos kürzen soll oder halt weniger bringen soll, aber nein, 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 sonst zieht sich das noch mehr in die Länge. Ja, diese Woche streamsmäßig wahrscheinlich vier, sag ich mal, weil am Donnerstag weiß ich noch nicht, ob ich Donnerstagabend Zeit habe. Weiß ich leider noch nicht, ich warte dann noch auf eine Antwort. Dementsprechend erstmal auf jeden Fall Dienstagabend Minecraft Live Part 33. Freue ich mich drauf. Ab 18 Uhr natürlich. Mittwoch ab 18 Uhr. Pokémon Legend Arceus auf jeden Fall. Samstag ab 18 Uhr. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, im Community Stream. Auch auf jeden Fall. Und eventuell,
eventuell am Donnerstag ab 18 Uhr Super Mario Maker 2. Wie gesagt, da noch eventuell. Behaltet den Sendeplan im Kopf. Oder behaltet den Sendeplan, im Auge, das würde ich sagen. Dann seht ihr auf jeden Fall, wenn sich da was ändern sollte. Ich sollte spätestens Montag, Dienstag eine Antwort erhalten. Sonst, ja, guckt einfach in den YouTube-Ankündigungen vorbei am Donnerstag. Da seht ihr dann spätestens 16 Uhr, denke ich mal, dass, wenn da ein Stream kommt. Genau. Gut, das war's zu diesem 100. Wochenblick. Vielen, vielen Dank, dass ihr für 100 Parts schon dabei wart. Es ist schon sehr, sehr krass. Wenn ich mich an so den Anfang erinnere, Facecam komplett schlecht. Also, das war immer ein Graus. Und wie viele jetzt von euch schon seit Part 1 mit dabei sind. Ich weiß noch, zu Part 1 war das Johannes, der mir vorgeschlagen hat, mach mal mit Facecam. Und damals sah meine Facecam noch so scheiße aus. Oh! Ey, also vielen, vielen Dank für 100 Parts, auf weitere 100 Parts des Wochenrückblicks. Hätte ich niemals gedacht, dass das ein Projekt wird, was wirklich regelmäßig kommt, was wirklich jeden Sonntag immer kommt. Damals meine Let's Talks, was ja das Vorgängerprojekt dieses Projekts war, da kam es unregelmäßig. Da habe ich auch mir so gesagt, ja, jeden Freitag oder jeden Sonntag war es, glaube ich, oder jeden Samstag, keine Ahnung, bringe ich da ein Video. Und was kam? Alle paar Wochen kam mal ein Let's Talk, aber mir auch nicht. Es ist sehr, sehr cool. Und ich denke mal, mit dem neuen Overlay, was wir jetzt haben, können wir ordentlich durchstarten. Gut, das war's zum Wochenrückblick. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns. Bye, bye.